And people wonder why the Tearsmen could never unite in time to fight back. It's refreshing to see that some things never change. Und die Leute fragen sich, warum das Stufenvolk sich nicht rechtzeitig zusammentun konnte, um sich zu wehren. Es ist erfrischend zu sehen, dass manche Dinge sich niemals ändern. Also die da könnten wir gut gegen das Stufenvolk einsetzen oder das Stufenvolk gegen sie aufhetzen. Was sagt ihr überhaupt denken, dass ihr eine Chance hättet? Oh, we don't. Those who believed Kairos could be stopped all died years ago, in the first wave of fighting. It's not about the hope of victory. It's about the hope of inspiring others. It is very likely we will fall here in Vendrian's Well. But perhaps others will arise elsewhere. Oh, das tun wir nicht. Diejenigen, die daran glaubten, dass Kyros aufzuhalten sei, stammen alle vor mehreren Jahren gleich in der ersten Welle der Kämpfe. Es geht nicht um die Hoffnung, den Sieg zu erlangen, sondern um die Hoffnung, andere zu inspirieren. Dass wir hier in Vendrians Brunnen fallen werden, ist sehr wahrscheinlich. Aber vielleicht werden sich andere woanders deswegen erheben. Ich will dich was anderes fragen. Wir konnten du und deine Freunde die Garnison überwältigen. I would joke that the voices of Narat left the gate unlatched, but dozens of warriors lost their lives taking the citadel. There is no secret to it. We simply attacked with speed and certainty at a time when the Archons were elsewhere in the Tears. The Scarlet Chorus had a rout, and what few disfavored soldiers were present made an impressive showing. But they were surrounded and overwhelmed once the chorus fled. Ich würde ja wissen, dass Nerats Stimme das Tor nicht abgeschlossen hat, aber bei der Eroberung der Zitadelle verloren Dutzende Krieger ihr Leben. Dahinter steckte kein Geheimnis, wir griffen einfach blitzschnell zu einer Zeit an, als die Archonten andererorts in den Stufen waren. Der scharlachrote Chor wurde in die Flucht geschlagen und die wenigen Soldaten der Geschmähten schlugen sich zwar beeindruckend, wurden aber nach der Flucht des Chors schließlich umzingelt und niedergemacht. Wer führt den Aufstand an? Listen to you, thinking just like the Overlord wants you to think. There always has to be a person in charge, or things don't make sense. We don't answer to anyone. We are each of us sons and daughters of the Tears, and take this task upon ourselves freely. But Captain Tarkus Ari, former Falksman of Queen Vendrian Alanta, is the voice we trust when we seek unanimity. Ja, nur zu, du denkst genauso, wie es der Oberherr von dir will. Es muss immer einen Anführer geben, sonst macht nichts einen Sinn. Wir sind niemandem verpflichtet, sondern für uns selbst verantwortlich. Wir sind Söhne und Töchter der Stufen und wir erfüllen diese Ausgabe aufs freien Stücken. Red dir das nur weiter ein. Jede Rebellion braucht einen Anführer, der das Ganze leitet. Sonst geht alles den Bach runter. Trotzdem, wenn wir Einigkeit suchen, vertrauen wir auf die Stimme von Hauptmann Tarkus Ari, der ehemaligen Schwertkämpferin von Königin Vendrian Alanta. Vermutlich sind Tarkus Ari und Tarkus Demos miteinander verwandt? Yes. Ja, Demos is was Ari's brother. We were certain he was dead, but the captain takes family seriously. So I volunteered to find some answers. And now here we are. Ja, Demos war Ari's Bruder. Wir waren sicher, dass er tot ist, aber für den Hauptmann ist Familie wichtig. Deshalb meldete ich mich freiwillig, um ein paar Antworten zu finden, und nun stehen wir hier. Gab es früher einen Gefangenenaustausch? That is our way, Binder. Here in the south, only thugs and bandits kill prisoners. The younger realms may be guilty of constant fighting, but we never slay each other when the battle's long over. We're not about to change that now. Wir sind ebenso Schicksalsbinder. Hier im Süden bringen nur Verbrecher und Banditen gefangen um. Die jüngeren Königreiche mögen zwar des fortwährenden Kampfes schuldig sein, aber wir schlagen einander niemals, wenn die Schlacht schon lange vorbei ist. Das werden wir auch jetzt nicht ändern. As a rule, Kairos' forces haven't been keen on swapping prisoners. But I know our disfavored prisoners aren't prisoners anymore. I just assumed they were swapped for some of our own. Kyros Rum sind prinzipiell nicht besonders darauf aus gewesen, Gefangene auszutauschen. Aber ich weiß, dass unsere geschmähten Gefangenen nicht mehr da sind. Ich hatte nur angenommen, dass sie für einige unserer Leute eingetauscht wurden. Gut, das ist alles. Fair enough. But now a question for you. Das ist schon gut, aber nun habe ich eine Frage für dich. I can feel its magic coursing through the air. Everyone can. But those of us enlightened to the currents of magic feel it most. The wording of the edict. What was it? Das Edikt. Ich kann seine magische Hetzjagd durch die Luft spüren. Alle können das, aber jene von uns, die
für den Fluss der Magie erleuchtet wurden, fühlen es am stärksten. Der Wortlaut des Edikts, wie war der genau? Solche Einzelheiten sind nur für Kyros Krieger bestimmt. Kyros Truppen müssen die Himmelfahrtshalle bis zum Tag der Schwerter erobern. Ansonsten wird alles Leben im Tal vergehen. Stumm dreinblicken, wir könnten lügen und sagen, es handelt sich um einen Fluch, der auf dem Tal liegt. Jeder, der nicht loyal zu Tyros ist, wird langsam schwächer, bis er schließlich stirbt. Wir sind hier fertig. Stumm dreinblicken. So you will not say. I expected as much. Can it be worse than endless storms or fire pouring from the earth? Not that you'd answer that either. Also wirst du es nicht sagen. Das hatte ich erwartet. Kann es denn schlimmer sein als endlose Stürme oder Feuer, das aus der Erde strömt? Nicht, dass du das beantworten würdest. I have another question for you, if you will entertain it. Ich hätte noch eine Frage für dich, wenn du sie dir anhören würdest. Are we really standing here and chatting with Oathbreakers? It's hard to watch. Like cuddling a goat you're going to kill for dinner. Stehen wir wirklich hier herum und plaudern mit Einbrechern? Es ist schwer mit anzusehen. Als würde man eine Ziege streicheln, die man zum Abendessen schlachten wird. Stell deine Frage. When I was young, my parents told me the tears were special, and the Overlord's edicts and armies could never touch us. Seems I've been told a hefty sum of lies. So answer this honestly for me, please. Is it true that Tunon's Fatebinders can smell truth from falsehood? Als ich jung war, sagten mir meine Eltern, dass die Stufen besonders wären und dass uns die Edikte des Oberherrn und seine Armee niemals etwas anhaben könnten. Anscheinend hat man mich schon immer angelogen. Bitte gib mir auf diese Frage also eine ehrliche Antwort. Stimmt es, dass Tunons Schicksalsbinder die Wahrheit anders redet als die Unwahrheit? Nein, das stimmt nicht. Thanks for that. I could see why you'd want to foster the mystique all the same. The School of Tides would always tell commoners we didn't know how to summon drinkable water. Once they find out, you can't eat in peace. Vielen Dank dafür. Ich könnte gleich wohl erkennen, warum du das Mysterium aufrechterhalten würdest. Die Schule der Gezeiten sagte gemeinen stets, sie wüssten nicht, wie man Trinkwasser beschwören kann. Sobald sie es herausgefunden haben, kann man nicht mehr in Ruhe essen. And Kairos's edicts. I have heard the sages speak at length that some of the edicts elsewhere in the world have been broken. How is this? Und Kyros Edikte? Ich habe die Weisen ausführlich darüber sprechen hören, dass manche der Edikte woanders auf der Welt gebrochen wurden. Wie ist dies möglich? Du täuschst dich. Ein Edikt gilt für die Ewigkeit. Aber wenn der Oberherr es will, dann endet es. Ein Edikt kann durch eine genügend starke antimagische Kraft beendet werden. Nicht, dass solche Dinge alltäglich sind. Es variiert basierend auf dem Wortlaut der Verkündung. Wenn Kyros eine Klausel einfügt, die den Ablauf des Edikts ermöglicht, dann kann diese Klausel erfüllt werden. Der Oberherr hat einige Kontrolle darüber, wie lange das Edikt anhält. Aber nur Kyros genau kennt die Einzelheiten. Ah, so some edicts are forever. The rest are, as long as Kairos has in mind? Needless to say, Kairos's magic is unlike anything we've seen in any Archon. Aha, so sind manche Edikte für die Ewigkeit und der Rest dauert so lange, wie es Kyros im Sinn steht. Kyros Magie ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir schon von den Archonten kennen. And one more mildly self-indulgent question, but I simply must know. Kairos, male or female? Und noch eine Frage, eventuell leicht maßlose Frage. Ich muss es wissen, ist Kyros Mann oder Frau? Ich weiß sicher, dass Kyros ein Mann ist, ich weiß sicher, dass Kyros eine Frau ist. Ich weiß es wirklich nicht. Really? You don't know either. You work for the Overlord, but you don't know if she or he has an innie or an outie? Wirklich, du weißt es auch nicht. Du arbeitest für den Oberherrn, aber du weißt nicht, was er oder sie Männlein oder Weiblein ist? Ich glaube, der Oberherr will die Leute nur im Ungewissen lassen. Das scheint ziemlich gut zu funktionieren. Nein, ich weiß es nicht, aber ich weiß aus glaubwürdiger Quelle, dass es im kaiserlichen Harem beide Sorten gibt. Würdest du dich besser oder schlechter fühlen, wenn du wüsstest, dass ihr gegen einen Mann oder eine Frau verloren habt? Was für einen Unterschied macht das schon? You speak true. It ultimately matters not. My apologies. The question now seems rather foolish. You must remember. Kairos was just a horror story from distant lands for much of our lives.
We have many unanswered questions. Du hast recht, letztendlich spielt es keine Rolle. Entschuldigung. Meine Frage kommt mir jetzt ziemlich töricht vor. Vergiss nicht, für den Großteil unseres Lebens war Kyros nur eine Schauergeschichte aus fernen Landen. Wir haben viele unbeantwortete Fragen. You'll forgive, I hope, the questions. The Overlord and his Archons used to be things of legend. Now they're everyday maladies, and I'm eager to separate the truth from the lies I've been told by House and Guild. Ich hoffe, du vergibst mir meine Fragen. Der Oberherr und seine Archonten waren immer sagenumwoben. Heute sind sie alltägliche Krankheiten und ich möchte die Wahrheit unbedingt von den Lügen trennen, die mir mein Haus und meine Gilde erzählt haben. In accordance to our most ancient customs, let us depart in honorable accord. May peace find you, Fatebinder. In Übereinstimmung mit unseren ältesten Bräuchen wollen wir uns ehrenhaft voneinander trennen. Möge dich der Frieden finden, Schicksalsbinder. Sie verbeugt sich tief und stößt ihren Stab zum Boden, bevor sie sich zum Gehen abwendet. Irgendeiner ein Problem damit? Right. Nein. Nur das hier, was liegt, was ich gerne mitnehmen möchte. Ja, sonst ist hier nichts. Gut. Dieses kleine Intermezzo hat mich jetzt mehr Zeit gekostet, als ich mir gewünscht hätte. So. Dann gucke ich jetzt noch mal kurz. Weil vielleicht hat unser toller Rüstungsträger hier noch mehr Athletik als ich. Oh, sag bloß, du bist müde. Wo kann ich gucken, was auf dich gewirkt ist? Achso, aktive Effekte. Verwundet. Ja. Du hast 32 Athletik wie alle anderen auch. Du hättest mehr Athletik wahrscheinlich. Auch nur 32. Right. Also dann gucken wir noch schnell. Ach stimmt, ich hatte wahrscheinlich nicht genug Athletik, weil ich verwundet war. Ja. Ich kann jetzt da hochklettern. Und habe jetzt nicht genug List für das da oben. Ernsthaft, ey. Right. Wo war das zweite Seil? Das war hier hinten. Mit der Leertaste kann ich nur pausieren. Kann ich nicht irgendwie die Geschwindigkeit boosten? Nein. Hier liegen übrigens immer noch die Toten herum. Ah, das hat mir jetzt wenigstens... Nee, das hat ihr Stufe 3 gebracht und all ihre Wunden sind weg. So, sie kriegt jetzt mal ein Vitalität, dass sie wenigstens 20 hat. 10 hat. Und Fähigkeit... Gucken wir beim nächsten Mal. Ich will nur sehen, ob hier oben überhaupt was ist, was wir benutzen könnten. Nein. Ich habe aber auch schon wieder gute Erfahrungspunkte gesammelt, muss ich zugeben. Das hier war also für die Katz. I got it. Und ja, Schlösser knacken mache am besten ich selber, weil ich habe bereits List von wie viel? 37, das heißt, ich brauche nicht mal so viel, um die Sachen zu knacken. Er hat nur 21, sie hat 38. Okay, sie hätte ein List mehr als ich. Es ist allerdings jetzt nicht so traktierend. So, ich mache da aber mal hier draus Truhe. List 39.
Und mach neue Stellen ins Lager der Geschmähten. Habe ich 2 Truhen. Truhen. List 39. Ja. Gut. Dann lauft ihr mal jetzt hier zum Ausgang erstmal. Ich tue das Spiel mal wieder speichern. LP002 ist das mittlerweile. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.